Ihr versucht aber hier in der zweiten Ligamannschaft auch generell eine Allround-Ausbildung hinzubekommen. Also nicht unbedingt eine Spezialisierung schon früh auf einzelne Positionen. Nee, wobei man in der zweiten Liga schon ziemlich spezialisiert ist, aber wir immer noch so allround wie möglich ausbilden. Unsere Mittelspieler, unsere Zuspieler müssen auch Annahmetraining machen. Und man verteidigt zum Beispiel auch nicht nur auf seine eigene Position, aber muss alle Positionen kennen. Ist für uns sehr wichtig. Eins, weil ein allround ausgebildete Spielerin auch besser einsetzbar ist. Das ist eins. Aber was sehr wichtig ist, ist, wann ich mehr Bewegung kann, wann ich out of system komme im Training oder im Spiel, weiß ich immer noch eine Lösung, weil ich es auch schon mal gemacht habe. Und das ist mir sehr wichtig. Plus, wann ich andere Bewegungen anlerne, würden die Bewegungen, die ich oft trainiere, auch manchmal besser. Mhm. So, es hat mehrere Vorteile. Bei uns in der zweiten Liga ist es dann noch so, dass wir schon ziemlich spezialisiert sind. Aber zum Beispiel in der Regionalliga wird regelmäßig auch noch kein Unterschied gemacht zwischen Mittelspieler und Außenspieler. Da müssen alle Spielerinnen fast noch alles machen. Sicher im Training, aber manchmal auch im Spiel. Nur weil wir wollen, dass sie alles können.